Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einem Part von den wunderschönen Super Mario 64. Ich habe hier jetzt die Kanone aktiviert. In meinem letzten Part war ja ein kleines Problem damit. Und ja, jetzt haben wir das nicht mehr. Ja, erklärt einiges. Aber wenn ich dich jetzt gleich getroffen hätte, das wäre toll gewesen. Heute heißt es die letzten Sterne hier zu holen, also die 100 Münzen hier, beziehungsweise die letzten Sterne, wenn es sich ausgeht irgendwie, vor Bowser. Das heißt, wir machen jetzt diese Welt fertig. Das heißt, wir machen jetzt hier die 100 Münzen, die werde ich euch, weiß ich nicht, wie ich das genau machen werde. Und dann werden wir irgendwas, keine Ahnung, wie das Ding heißt, machen. Ja, auf jeden Fall, wir holen hier jetzt 100 Münzen. Das wird so scheiße und ich glaube, ich mache euch einfach eine Zeitraffer oder so, keine Ahnung. Sehr gut, beide Sterne geholt. Holy shit, 13 Minuten. Denkt mal nach, wie lange das gedauert hätte, wenn ich das noch im Part zugelassen hätte. Mir brennt sich geworden. Das heißt, es fehlen uns jetzt noch 7 Sterne. Ja, komm, ich weiß doch. Und hier geht's jetzt dazu in die Welt hier. Hier warten wir jetzt mal kurz und gehen bei um 12 Uhr rein, damit wir welchen Stern holen können. Roll into the cage. Was? Weil da geht's halt drum. Warte, wie heißt die Welt nochmal? Tic-Tac. Clock. Holy shit. Ich weiß, dass das im Deutschen Tic-Tac-Trauma heißt. Und ich weiß es nicht, aber ich bilde mir halt extrem ein, damit die Kamera so viel schlechter geworden ist. Also im Gegensatz zum ersten Let's Play. Ich hatte da nicht so viele Probleme mit. Und jetzt auf einmal mega. Sieht man, wie toll ich bin. Oh Gott! Die 100 Münzen werden, by the way, gar nicht so schwer. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Erster Stern. Der zweite ist hier unten. Da versuchen wir natürlich auch dann so reinzukommen. Denn anders wäre es ein bisschen kompliziert und so. Und ja. 111. Wow, es war gerade 12. Fick mein Leben. Ich will nämlich nochmal um 12, damit wir uns den nächsten Stern... Also, was holen wir eigentlich? Wir könnten die 8 roten Münzen aber auch gleich in einen holen. Ja, müssen wir sogar. Wartet mal. Theorie. Also, müssen nicht, aber ich mach's jetzt. Nein, du Spasti. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach so, nee, die Münze ist gar nicht da oben. Lol, schon wieder? Was zur Hölle? Einfach immer in der Mitte durch. Mach ich auch immer, wisst ihr Bescheid? In der Mitte. Lol. Achso. Weil die Belichtung gerade so anders war. Ich dachte, wo bin ich denn hier jetzt? Lol. Du kannst das. Ich muss gleich niesen, das finde ich nicht toll. Ich habe ich das schon erwähnt. Ich habe heute im Hintergrund den Ventilator laufen. Vielleicht hört man das im Part. Aber es ist gerade so heiß und. Im letzten Part, wenn ich jetzt wieder durchfliege. Das gibt's doch gar nicht.
Ich habe einen halben Nervenzusammenbruch bekommen durch das, durch die dreckige Regenbogenraserei. Deswegen... Wegen heute mal mit Ventilator, damit ich ein bisschen runterkommen kann. Und ich fick gerade mein Leben, weil gerade wieder mal nichts funktioniert. Es funktioniert wirklich... Es funktioniert nichts! Das ist richtiger Dreck. Ich fick mein Leben. Ja, wow, toll, 112. 117 brauche ich, das heißt 5 noch. Das war eigentlich 4 mit den 100 Münzen. 100 Münzen, by the way, die werde ich auch... Werde ich die im Zeitraffer machen? Ich muss halt mal schauen. Ich werde bei den 100 Münzen jetzt auf jeden Fall... Oh, ich bin jetzt einfach bei irgendeiner Zeit reingegangen. Fuck. Lol. Nein! Lol, was war das denn jetzt? Ich muss... Nein! Ich will wieder raus hier. Oh, shit. Das sieht ein bisschen... Komm, warte, stell dich da hin. Ich muss nämlich... Jetzt runter und habe ihn im First Try geholt. Lol. Lol. Wahrscheinlich sage ich, der Part wird so 30 Minuten und dann würde jetzt... Mache ich jetzt wohl einen Zeitraffer und... Wird er so 10 Minuten. Weil wir sind jetzt gerade erst bei 5, 7 Minuten oder so wahrscheinlich. Der Pit und Panel. Was? Bin jetzt gerade wieder bei irgendeiner Zeit reingegangen und es ist nicht langsam. Aber für irgendeinen Stern brauche ich sowieso sowas Schnelleres. Von daher ist jetzt auch egal. So, wir können hier jetzt drüber. Jetzt müssen wir hier mal schauen, weil die Kamera mal wieder Hurensohn ist. Komm, Bruder, lass mich hoch. So, hier, hoch, hoch, hoch. Hier geht's jetzt. Hier auch hoch, theoretisch. Warte mal, was ist denn da vorne? Oh, da drüben ist der Stern. Okay, dann holen wir uns den. Wir holen uns den hier. Wenn die Kamera nicht arsch wäre. Sind die auch voll Münzen? Lol. Das sind überall zu viele Münzen. Hier, soweit ich weiß, kann man rüberspringen. Ja, das wusste ich noch. Was auch immer du da bist. Aber ich gehe jetzt hier rüber und hole mir den Stern. 114. 3 noch. Also 2 Nummer 1 weiß ich. Was ist denn der zweite dann noch? Aber das war auf jeden Fall jetzt der Stern. Und ich muss es jetzt wieder schnell laufen lassen. Ich mal hier circa rein. Stomp und der Turm. Ja, das weiß ich. Aber gibt es da noch einen Stern oder muss ich zweimal hoch? Kann auch sein. Wisst ihr, was ich mir bei einem Remake wünschen würde? Damit man sich Spawnpunkte setzen kann. In dem Spiel. Weil das erleichtert dann vieles. Weil ich muss hier jetzt wieder ganz hoch laufen. Jetzt schon zum, keine Ahnung wie viel Mal. Oh lol. Das ist halt richtig lame. Und langweilig für euch auch. Deswegen schneide ich euch das auch. So, jetzt geht's hier hoch. Hier muss ich jetzt ein bisschen schauen. Oh, ich muss jetzt hier, lol, wo muss ich denn hier hin? Spring mal hier rüber. Okay. Und jetzt halt schauen, warte. Ist hier nicht noch irgendwo ein Stern? Wusste. Nein! Lol. Dann muss ich jetzt erstmal hochkommen. Lol, hier ist noch ein Stern. Okay, dann weiß ich alle Sterne. 115. 2 Sterne noch. Und dann fehlen... Ich weiß nicht, ob ich mir... Kann ich mir... Ich glaube, ich cheat mir die anderen Sterne einfach, dann habe ich so 150, lol. Wartet. Nee, Spaß. Mache ich natürlich nicht. Weil ich brauche jetzt wieder ein bisschen was Schnelles. Oder halbwegs schnell halt. Und wir müssen da jetzt doch mal hoch. Okay, wir stehen jetzt hier oben. Jetzt müssen wir nämlich hier, glaube ich, rüber. Wartet, da warte ich eher. Einfach hier rüber. Die Frage ist, wo jetzt hin? Oder ich gehe. Oder muss ich hier oben? Ich muss hier oben lang.
Das hier bringt mir halt einfach gar nichts. What? Nicht runterfliegen. Okay, dann halt ich. Wenn mir das halt einfach wirklich gar nichts bringt. Ich dachte eigentlich, da muss ich hier entlang. Okay. Jetzt hier, oh Gott. Ich mache halt hier immer einen Safe State, weil ich nicht weiß, was das Spiel will von mir genau. Willst du, dass ich hier einen... so einen Sprung mache? Okay. Hier oben, was ist denn hier oben drin? Zölle. So, oh Gott, das ist richtig Bullshit, wenn man... Warte mal, wo will ich da rüber? Was will ich denn da... Was, da drüben ist halt auch nichts. Das Spiel mich eigentlich ver... Das Spiel verarscht einen nach Strich und Faden, ey. Richtiger Spasti. Ich freue mich schon, wenn ich das alles nochmal wegen den 100 Münzen ablaufen kann, darf. Das wird Hype. LOL. Oh. Warte, ich bin oben. Was will ich jetzt hier genau? Hier sind nur Münzen, oder? Ja, und ein Leben. Das gerade weggeflogen ist. Warte mal. Was ist denn der Turm? Oh, hier. Wo stehst du denn, Spaß? Pass doch auf. Ach, muss ich... Was muss ich nochmal genau tun? Wo ist der Typ? Ist hier oben? Ich muss von... Muss ich von oben rüberspringen? Ich glaube... Ich würde halt echt gerne was sehen, aber die Kamera ist hier richtiger Müll. Müll. Da kann ich gar nichts sehen. Turm bis hier. Okay, ich muss auf den Mauszeiger. Auf den Mauszeiger. Ja, genau. Ihr wisst schon, was warten. Die Frage ist, wann kommt der Bullshit? Nein. Okay, der kommt von hier. Sollte mich der treffen? Also kommt der genau her oder muss ich da rauf gehen? Ach komm, es sollte ein bisschen schneller gehen. Was muss ich dann noch mal genau mit dem Turm tun? Ich habe keine Ahnung mehr. Tut mir leid. Da kommst du eh nicht hoch. Du bist ein Hurensohn. Okay, ich weiß schon, was jetzt zu tun ist. Glaube ich. Zwei erstmal hier hin. Und jetzt gleich, warte. Hoch da einfach. Und dann haben wir den Stern. Geil. 100 Münzen. Und dann haben wir dieses Spiel fast durchgespielt, Jungs. In 16 Parts. Zu gut für dieses Spiel. Wir gehen jetzt bei 3 Uhr dann rein. Und dann, keine Ahnung, ob ich euch jetzt... irgendwie alles vorspul, also einen Zeitraffer mache oder so, ich habe keine Ahnung genau. Aber ihr seht ja jetzt. Kommt drauf an, wie sich's von der Zeit ausgeht. Ach Gott. Aber auf jeden Fall, ich kommentiere das hier jetzt. Lül. Also wenn ihr das hört, dann seid ihr cool. Komm schon, nicht treffen, Münze hergeben. Ach Gott, sind hier viele Münzen überall. Der Bullshit ist, ich kann die roten Münzen, ich kann die halt fast nicht holen. Aber ich glaube, die sind das geringste Problem. Die sind das geringste Problem. Genau deswegen habe ich mir auch die 100 Münzen, die 8 roten schon vorher geholt. Lol. Nein! It will nicht funktionieren. Ach so, warte, ich brauche die Münzen hier. Sind hier auch Münzen? Alter, so viele Münzen. Aber ich habe erst 17. Wenn ich jetzt schon 50 hätte, dann könnte ich sagen viele. Aber es ist nicht, Bruder. Aber ey, schaut mal, hier sind jetzt doch mal welche, oder? Heiliges Kanonenrohr. Wer sagt das immer? Keine Ahnung.
Ich sag sowas normalerweise nie. Weil E-Beams aus Österreich, und da sagt man sowas eigentlich nicht. Es ist zu viel Hochdeutsch. Ist halt einfach so. Das ist mal Real Talk, das hört sich richtig dumm an. Meiner Meinung nach. Leute, das Ding fliegt mir ja nach. Holy shit, da gibt's auch eine Green Demon Challenge oder was? Bruder. Ja, Münzen. Holy shit. Ich glaube, wenn hier nicht dauernd Münzen wären, wäre das voll schwer hier. Ah, hier sind jetzt auch die blauen, oder? Ja. Und ich fliege runter. Ist natürlich sehr produktiv und so. Aber wenn die Kamera Hurensohn ist, warte. Muss ich jetzt hochstellen. Und schauen, wo die Münzen sind. Wir sind einfach hier. Heilige Scheiße, sind hier viele. Holy shit. Okay. Holy geilige Mutter. Kann ich euch eigentlich irgendwie killen? Ich glaube ja wohl gar nicht. Ich glaube, ich schwöre euch, wenn ich bis hoch gehe, ich habe halt keine einzige rote Münze eingesammelt. Lol. Was machst du? Mal da drüben ist nichts. Na gut. Habe ich gesagt, damit ich das schaffe? Ich habe es aber vorhin auch immer so geschafft. Also von daher sollte ich das hinbekommen. Eben, ich habe es euch doch gesagt, ich bekomme es hin. Sind hier vorne noch irgendwo Münzen? Ist, glaube ich, nur der Stern drin. So, dann gehen wir jetzt hier hoch und wir haben gerade 66 Münzen. Das belastet mich gerade. Schnell, mach 1 Wendung. Und jetzt schnell hier rüber. Und jetzt so. Jetzt sind wir hier. Das ist sehr gut. Hier drüben ist halt nichts. Und lol, hier drüben ist doch was. Wenn jetzt noch Münzen sind, schlage ich mich. Heilige. Aber nur 3. Ich kam aber nicht hoch. Ich habe dich da drüben bei dem Safe State noch nicht geholt. Oh Gott. Jesus. So, wir sind jetzt hier, holen uns jetzt, jetzt ein Leben. Ne, auch nochmal Münzen. Waren das jetzt 10 Münzen? What the fuck? Wir haben 80. Ich will halt nicht nochmal komplett runter. Aber durch Safe setzen, so kann ich sowieso. Da drüben sind auch nochmal welche. What the fuck? Ich bin jetzt gerade einfach nur gestanden. Das Ding hat mich einfach runtergeschmissen. Ach so, nee, ist ja logisch, damit das passiert. Das sind ja auch Laufbänder. Ne. So, nochmal paar Münzis. Paar. Ja, toll. Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht. Jetzt Real Talk. Ich kann darüber springen, oder? Ja, ich kann darüber springen. Ne, natürlich nur ein Leben. Aber ich hab's über. Ich hab das Leben halt nicht mal bekommen, glaube ich. Richtiger Müso-Spast. Ich glaube, ich muss nochmal runter. So wie mir das aussieht, weil da oben sind doch bei keine Ahnung wie viele Münzen. Und dann muss ich halt nochmal zu den 100 Münzen. Zu den 8 roten. Lol, 18 hier. Heilige Scheiße, muss ich jetzt doch mal viele holen.
Weil hier drüben sind ja keine, oder? Nee, obwohl doch. Okay, ich muss nur. Ich muss nur zwei Münzen holen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt runter? Am besten halt einfach YOLO machen und überleben irgendwie. Was ich nicht tue. Funktioniert YOLO? Holy shit. YOLO funktioniert sehr gut. Auch wenn ich jetzt fast tot bin. Aber ich lebe noch. Die Frage ist, wie bekomme ich jetzt die 8 Münzen? Oder die eine Münze? Holy shit. Ich würde sagen, am cleveren wäre es einfach mal. Okay, das war nicht gut. Dass ich ganz runter gehe. Ja. Dann hier. Hoch. Ja. Hier hoch. Bisschen belastend. Die Münze holen. Und den Stern bitte auch gleich. Nein. Ich will's nicht. Hol den Stern. Oh mein Gott. Aber den Stern bekomme ich. Die Frage ist wie. Also ist jetzt nicht unmöglich. Es scheint irgendwie gerade doch unmöglich. Aber ich soll's haben. Komm schon. Ja, okay, so geht's auch. Geil. 117 Sterne. Das heißt, wir gehen jetzt Exit-Kurs. Im nächsten Part wird der Boss zerstört. Dann haben wir das Spiel mit 16 Parts abgeschlossen. Außer die 2 Sterne. Es tut mir noch immer leid, damit ich das irgendwie nicht geschaut habe vorher. Obwohl, eigentlich habe ich ja geschaut, aber eigentlich auch nicht. Aber ja. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Part geht es zu Bowser. Und nein, dieses Mal gibt es nicht wie in Staffel 1 so ein dreckiges Intro. Ihr wisst Bescheid, das Video hat viele Views. Vielleicht habt ihr das gesehen, aber egal. Ja, bis irgendwann und tschüss, hab ich lieb.